Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Toka Toast merch. Willkommen bei Toka Toast Air. Wollen Sie vielleicht irgendetwas bestellen, was zum Essen oder zum Trinken? Oh ja, sehr gerne. Ich hätte gerne ein Dürüm ohne alles, bitte. Und für mich wäre es ein Kebabse, nur mit Zwiebeln. Und für mich bitte auch ein Dürüm, aber mit Sucuk. Eine sehr gute Wahl. Kommt sofort. Oh Mama, ich bin so aufgeregt, dass ich in dieser teuren Schule in Paris aufgenommen worden bin. Das wird so cool. Wir haben auch so lange darauf gespart. Aber wir wissen, dass du es weit bringen kannst, denn du bist ein intelligentes Mädchen. Da gebe ich deiner Mama recht. Ich bin mir sicher, dass du eine Einzelstudentin werden wirst. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten, aber hier ist Ihr Essen. Einmal das Dürüm ohne alles für den Herrn, ein Kebab nur mit Zwiebeln und ein Dürüm noch für dich. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Lass es euch schmecken. Oh, danke schön. Das schaut ja vorzüglich aus. Mama, dein Mundgeruch wird sicher nach Zwiebeln. Ja, Madame, lassen Sie sich die Zwiebeln gut schmecken. Also darauf freue ich mich schon, denn Dürümse sind mein Lieblingsessen. Und Schatz, bitte atme mich nicht an. Aber Zwiebeln sind so lecker, auch wenn ich 7 Tage danach immer noch Mundgeruch habe. Mmh, lecker. Ihr müsst unbedingt mal den Dürüm mit Sucuk probieren. Das ist einfach das beste Essen der Welt. Mmh. Oh Gott, das Flugzeug ist kopfüber. Wir werden alle sterben. Ah! Wir sind in Paris gelandet. Euer Kapitän Toka Toast ist immer für Sie da. Oh, wir sind gelandet, mein Schatz. Der Flug ging aber schnell. Ja, von Deutschland nach Frankreich ist es ja nicht so lang. Oh, ich muss ja noch meinen Handgepäckkoffer nehmen. Der ist hier oben. Ah, oh, meine schöne lila Tasche. Die hätte ich sicher noch vergessen. Dann lass uns jetzt aussteigen. Vielen Dank, dass Sie mit Toka Toast Air geflogen sind. Bitte, beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank, das werden wir bestimmt wieder machen. Also komm, wir müssen jetzt die Koffer abholen gehen. Ah, ich sehe dein Gepäck schon. Boah, du hast aber wirklich viel eingepackt. Das muss aber der letzte Koffer gewesen sein. Komm, mein Schatz, lass Mama das tragen. Oh, danke, Mama und Papa, ihr seid wirklich die Besten. Natürlich, mein Schatz, dafür sind wir doch da. Jetzt haben wir ja alles. Komm, lass uns ein Taxi suchen gehen, damit er dich zur Schule bringen wird. Ist hier irgendwo ein freies Taxi, seht ihr was? Ja, dort drüben, Taxi. Komm schon, Schatz, wir müssen uns beeilen. Nicht, dass jemand unser Taxi wegschnappt. Wir sind hier in Frankreich, das ist sicher nicht das einzige Taxi. Aber ja, gehen wir halt. Oh, gerade noch so erwischt. Danke, dass Sie auf uns gewartet haben. Ja, natürlich, kein Problem. Na, wo kann ich Sie denn hinfahren, meine Lieben? Wohin soll's gehen? Bitte führen Sie uns in die Harvard-Universität, denn heute ist mein erster Tag dort. Wir sind so stolz auf unsere süße Maus, denn in Harvard gehen nur die besten Studenten. Können Sie sich bitte beeilen? Ich muss ganz dringend kacken gehen. Boah, Papa, du hast gefurzt. Boah. Gott, können Sie bitte aufhören, mein Taxi zu furzen? Oh Gott, frische Luft, endlich! Oh, ich muss hier doch nicht kacken gehen. Das waren nur die Blähungen vom Dürre. Okay, Papa, aber jetzt benimm dich. Schau mal, die ganzen Studenten. Boah, die Universität schaut richtig toll aus. Du wirst sicher so viel Spaß hier haben und ganz viele Freunde finden. Gehen wir zur Direktorin, dort muss ich mich nämlich anmelden gehen. Boah, ist das etwa die neue Studentin, die an unsere Schule geht? Hä? Was hast du gerade gesagt? Oh Gott, wie peinlich, sie kommt mit ihren Eltern in die Schule. Und hast du gesehen, was sie anhat? Also wirklich, ihr Outfit ist ja wohl das kleinste Problem. Sie hat voll die Furzfahne hinter sich gezogen. Das ist eindeutig eine Geringverdienerfamilie. Guten Tag, Frau Direktorin. Wir sind die Eltern von Elena, der neuen Schülerin. Ah, guten Tag. Ich bin Frau Popel, die Direktorin dieser Schule. Oh, guten Tag, Frau Popel. Mein Name ist Elena. Freut mich. Also, Sie haben wirklich eine wunderschöne Universität. Ja, das ist einfach die älteste und beste Schule der Welt. Aber ja, komm, Elena, wir haben ein Studentenzimmer für dich gefunden. Oh, ich hoffe, ich bekomme eine nette Mitbewohnerin. Das bestimmt, mein Schatz. Ihr werdet euch sicher anfreunden. Da gebe ich deiner Mama recht, weil wer wird dich nicht mögen? Na gut, dann folgt mir einfach. Ich zeig dir, wo dein Zimmer ist. Na, da sind wir aber gespannt. Wow! Legt mal die Koffer dort ab. Ich gebe euch eine kleine Wohnungstour, okay? Ja, das ist eine tolle Idee. Sehr gut. Na, das ist eine gute Idee. Dann legen wir die Koffer mal hier. Oh, meine Arme fallen gleich ab. Na gut, hier haben wir gleich mal das Wohnzimmer. Du hast übrigens insgesamt 4 Mitbewohner in dieser Wohnung. Was? Ganze 4 Mitbewohner? Cool. Oh, das ist aber ein wunderschönes Wohnzimmer. Na gut, gehen wir weiter in die Küche. Das ist die Gemeinschaftsküche. Ihr seid verantwortlich, dass hier alles sauber gehalten wird. Ich bin eh sehr ordentlich. Wow, das ist aber eine
schöne Küche? Ihr habt hier einen Gemeinschaftshaushalt, das heißt, jeder gibt zusammen. Es gibt kein das gehört nur mir und das nur dir. Na gut, das ist jetzt das Zimmer von deinen anderen Mitbewohnern, von den zwei Jungs, die hier leben. Ah, also leben hier auch Jungs. Wie heißen die denn? Schönes Zimmer. Deine zwei Mitbewohner heißen einmal Pipi und einmal Kaka. Oh, sehr interessante Namen. Ja, so sind wir Franzosen halt. Und jetzt zeigen wir dir dein Zimmer. Ich helfe euch mit den Koffern. Bringen wir gleich alles in dein Zimmer. Es gibt übrigens auch separate Badezimmer. Dieses Badezimmer teilst du dir mit deiner Mitbewohnerin Kaya. Und eine Tür weiter kommst du gleich in dein Zimmer. Wie ich sehe, hat Kaya schon das obere Bett belegt. Du bekommst das untere. Oh, und dieses Regal gehört an mir. Da kann ich gleich meine Sachen abstellen. Also dein Zimmer ist ja der Wahnsinn. Ich bin froh, dass du so gut aufgehoben bist. Na Elena, du kannst mal in Ruhe auspacken und dann kannst du schon mal zum Unterricht gehen. Der fängt nämlich in Kürze an. Ich werde auch Kaya vorbeischicken, dass sie Hallo sagen kommt. Ja, natürlich mache ich. Danke. Danke, dass Sie uns das Wohnheim gezeigt haben. Es war schön, Sie kennenzulernen, Frau Popel. Das ist selbstverständlich. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Na gut, Mama, Papa, dann heißt es wohl Lebewohl sagen. Und keine Sorge, ich werde euch natürlich regelmäßig anrufen. Oh, mein großes Mädchen, wir werden dich so unglaublich vermissen. Ich wünsche so sehr, dass Papa und Mama hier mit dir gemeinsam wohnen können. Hört auf, sonst fange ich auch noch an zu weinen. Beruhigt euch. Aber du bist doch unser Baby. Wir werden dich schrecklich vermissen. Keine Sorge, ich werde euch regelmäßig anrufen. Natürlich vermisse ich euch auch. Aber seht es positiv, wenn ich ausziehe, habt ihr mehr Freizeit. Oh ja, stimmt. Party! Jetzt haben sie noch geweint und jetzt lachen sie und freuen sie, dass ich ausziehe. Also echt. Na gut, ich werde jetzt mal all meine Sachen einräumen. So, mal die Bücher kommen hier hin und mein Schreibmaterial auch. Okay, einen Koffer habe ich schon mal fertig. Jetzt nehme ich den zweiten. Noch mehr Bücher. Es wird sicher sehr anstrengend, so viel zu lernen. Koffer Nummer 2 ist auch fertig. Ah, und das sind meine Hygieneartikel fürs Badezimmer. Das gebe ich alles am besten hier in mein Fach. Oh, aber mein Pyjama sollte ich nicht ins Badezimmer geben. Das lege ich einfach dann auf mein Bett. So, meine Kontaktlinsen, falls ich meine Brille verliere, Mundwasser und mein Kontaktlinsenwasser. Und die Zahnpasta noch. Ah, jetzt habe ich alles ausgeräumt. War halb so schlimm. Ich dachte, dass das mehr Zeug ist, was ich habe. Aber großteils waren es ja nur Bücher. Okay, und jetzt räume ich noch schnell den Koffer weg. Den gebe ich einfach hier auf den Kasten. Und jetzt bin ich fertig und kann zum Unterricht gehen. Aber ich weiß gar nicht, in welche Klasse ich muss. Oh Mann, das hat mir Frau Popel gar nicht gesagt. Aber ich werde das Klassenzimmer schon irgendwie finden. Oh, bist du noch da? Oh, zum Glück. Oh, bist du Kaya? Und du musst Elena sein, oder? Ja, genau, schön dich kennenzulernen. Wir werden jetzt wohl Mitbewohnerinnen. Oh, ich freue mich, endlich habe ich auch eine Mitbewohnerin. Hier im Zimmer alleine war es ganz schön einsam. Aber jetzt können wir urviel Spaß haben. Ja, darauf freue ich mich auch richtig stark. Aber wir sollten jetzt zum Unterricht gehen. Oh ja, stimmt. Der Unterricht beginnt nämlich bald, oder? Ja, ja, aber der Campus ist nicht so groß. Das schaffen wir schon. Komm, ich muss nämlich auch noch meinen Rucksack nehmen. Der ist hier draußen. Und jetzt ab zum Unterricht. Schau, wir haben es noch gerade rechtzeitig geschafft. Komm, legen wir unsere Taschen hier einfach unten rein. Aber vorher muss ich noch schnell meine Schreibsachen auf den Tisch geben. Mal mein Block, mein Stift und mein Lernbuch. Okay, und das mache ich jetzt auch. Ich nehme schnell meinen Taschenrechner, meinen Stift, mein Block und noch ein Lernbuch. Und hier kommt der Rucksack hin. Oh, mein erster Schultag. Ha, bist du nervös? Oh Gott, schau mal, die Geringverdienerin ist in unserer Klasse. Schau dir mal diesen vieräugigen Freak an. Hallo, mein Name ist Elena. Du hast aber eine schöne rote Federmappe. Oh, danke schön. Die habe ich bei Lulingo gekauft. Ist Tokatoast-Merch. Oh ja, das habe ich gehört. Die sollen ja den besten Merch der Welt haben. Ich habe mir zu Ostern auch das Kuscheltier bestellt. Oh Gott, so peinlich. Sie reden auch noch über Tokatoast. Das schauen doch nur Babys. Oh mein Gott, Tokaboka. Das spielen doch nur Loser. Reden diese zwei Mädchen, die hinter uns sitzen, etwa über uns? Ja, das ist Irina und Jen. Ignoriere sie einfach. Nur weil ihre Eltern sehr viel Geld der Schule spenden, glauben sie, dass sie alles ihnen gehört. Oh Gott, was schaut uns diese Brillenschlange so an? Mir wird richtig schlecht. Ach, ich muss mich beruhigen. Schnell ein bisschen Make-up auftragen, schnell. Oh Mann, was habe ich ihr denn gemacht? Wieso mag sie mich nicht? Sie kennt mich ja nicht mal. Hey, mach dir wirklich keinen Kopf. Du musst wirklich lernen, sie zu ignorieren. Das mache ich auch immer. Ist zwar nicht einfach, aber was willst du machen? Gleich und gleich gesinnt sich gerne. Natürlich befreuen sich beide Loser an. Nennen wir sie einfach dumm und dümmer von nun an. Ach, ignoriere sie einfach. Oh, ich habe eine Idee. Wollen wir nach dem Unterricht Bubble Tea trinken gehen? Oh, Bubble Tea? Ich liebe Bubble Tea. Oh ja, unbedingt. Hey, Toasties. Schmeckt euch auch Bubble Tea? Schreibt es in die Kommentare. Hä? Welche Toasties? Über was redest du? Ach, gar nichts.
Liebe Kinder, der Unterricht ist jetzt fertig. Ihr dürft jetzt alle in die Pause gehen. Lasst es euch schmecken. Hey Jen, hast du gehört? Sie wollen Bubble Tea trinken. Ja, plötzlich habe ich auch Lust auf Bubble Tea. Und Jen und Irina, das nächste Mal bitte bringt eure Bücher mit und nicht nur euer Make-up. Ach, geh bitte, wofür brauche ich die Schule? Ich bin doch so schön wie ein Model. Für was sollen wir bitte Schulbücher mitnehmen? Wir wollen ja nicht wie die zwei Loser Elena und Kaya werden. Sie nehmen wahrscheinlich keine Bücher mit, weil sie nicht mal lesen können. Ja, wahrscheinlich hast du recht, die können sicher nicht lesen. Oh, das ist eine Frechheit. Wissen sie nicht, wer wir sind? Ja, aber wirklich, was sind sie so gemein zu uns? Was für ein Bubble Tea wirst du dir nehmen? Ich nehme natürlich mein Lieblingsbubble Tea, Nutella. Oh, das habe ich noch nie probiert. Das probiere ich auch. Oh, schau mal, was da ist. Eine Schlange. Oh, ich stelle mich sicher nicht an. Komm, drängeln wir uns vor. Ja, genau. Hey, du darfst dich nicht vordrängeln. Aber wieso nicht? Ich war vor dir hier. Was trägst du überhaupt eine Brille, wenn du nicht mal sehen kannst, dass wir vor dir hier waren? Oh, Leck, ich kann es kaum abwarten, mein Matcha Latte zu trinken. Komm, Irina, jetzt sind wir dran zum Bestellen. Was willst du denn haben? Ich muss auf meine Figur achten, deswegen gibt's für mich nur Eiswürfel. Wie unfair, die haben sich vorgedrängelt. Nur weil eure Eltern so viel der Schule spenden, müsst ihr euch jetzt nicht einbilden, dass ihr jetzt was Besseres seid und euch einfach vordrängeln könnt. Was? Uns widerspricht jemand? Das geht nicht. Ja, das kann ich bezeugen. Die zwei Mädchen waren wirklich vor euch da. Bitte stellt euch hinten wieder an. Och, geh bitte. Gleich machen sie so ein Drama, nur weil wir uns ein bisschen vorgedrängelt haben. Oh, diese zwei Petzen. Na gut, dann halt. Wow, wie toll du dich getraut hast, ihnen zu widersprechen. Na klar, sowas muss man sich doch nicht gefallen lassen. Ach, so eingebildet. Also, ich hätte mich das nicht getraut, ganz ehrlich. Oh, grrr, willkommen bei Storebox. Was kann ich euch bringen? Also, ich hätte gerne ein Bubble Tea mit Nutella-Geschmack. Ich will auch ein Nutella-Bubble Tea, aber bitte ohne Haselnüssen, denn ich bin allergisch. Gar kein Problem. Unsere Nutella-Bubble Teas bestehen eh nicht aus Haselnüssen, sondern nur aus Fett und Zucker. Hier, bitteschön. Das kostet dann 40 Euro. 40 Euro für zwei Bubble Tea? Das ist voll günstig. Hey, ich lade dich ein. Oh, das ist echt nett, Elena. Danke. Na klar, und nächstes Mal zahlst du. Wie lange wollt ihr denn noch reden? Verschwindet jetzt. Komm, setzen wir uns dorthin. Ja, genau. Schau mal, da sind zwei Plätze frei. Ich liebe Bubble Tea. Ja, ich auch. Ich frage mich, wie Nutella-Bubble Tea schmeckt. Ich bin mir ziemlich sicher, es schmeckt saugeil. Ja, da wird sicher der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt müssen wir noch neben diesen zwei Strebern sitzen. Was ist, wenn andere Leute uns sehen? Das ist ja totaler Rufmord, wenn man uns mit denen sieht. Schau mal, wer da kommt. Oh, ich habe irgendwie Lust auf ein Bubble Tea. Oh, hey, Schnecke, bist du auch oft hier? Oh mein Gott, Jacob, er hat mit mir gesprochen. Oh nein, es ist Jacob, ich habe Angst, schnell weg. Jen, das ist meine Chance, dich an Jacob ranzuschmeißen. Nanu, was ist das für ein Tumult dort? Oh Mann, oh, da kommt Jacob. Oh. Jen, verschwinde. Jacob muss hier sitzen. Los, hau ab. Aber was ist mit meinem Kaffee? Ist mir egal. Jetzt lass den Kaffee da und verschwinde endlich. Oh, okay. Oh, Jason, komm hier. Ich habe dir einen Platz freigehalten. Schau, ich habe dir sogar einen Bubble Tea gekauft. Oh, gratis Kaffee. Da sage ich nicht nein. Oh, hallo. Ingrid, richtig? Naja, eigentlich heiße ich Irina, aber egal. Du kannst mich nennen, wie du willst. Danke, Irmtraut, für den Kaffee. Oh Mann, hier wird's mir ein bisschen zu schleimig. Komm, trinken wir unseren Bubble Tea aus und gehen wir. Hey, wir könnten noch auf dem Unihof ein bisschen chillen. Ja, stimmt, das Wetter ist so schön, genießen wir es noch ein bisschen. Und danach können wir ein bisschen nach Hause, wir müssen ja noch Hausaufgaben machen. Aber der Bubble Tea war richtig gut, oder? Ja, ich liebe einfach Bubble Tea, ja. Hä, wer ist denn dieses Mädchen? Ist sie etwa neu? Ach, er sollte doch nur Augen für mich haben. Ja, das ist die Neue, ich glaube, sie heißt Furzkopf oder so. Sie ist anscheinend hochbegabt oder irgendwas. Einfach eine Streberin, ziemlich uncool, muss ich sagen. Was, wirklich? Na, die muss ich mir mal abchecken. Bis später, Ines. Was? Jacob, warte doch. Wohin gehst du? Ach, diese doofe Neue. Es ist alles ihre Schuld. Ach, Jacob soll bei mir bleiben. Bei mir. Oh, schau mal. Hier sind gleich zwei Plätze frei. Ja, da können wir uns setzen. Na, Elena, wie hat dir denn erster Unterricht gefallen? Wie gefällt dir die Schule? Naja, bis auf Irina und ihre Freundin. Eigentlich ganz cool. Die Schule ist echt cool. Oh, hey Chicas, was macht denn ihr hier? Genießt ihr auch eure Mittagspause? Wer sind denn diese zwei? Oh mein Gott, das ist Markus. Komm, verziehen wir uns. Nun gefällt es mir aber schon viel besser hier. Sag mal, wieso habe ich euch zwei Schönheiten hier noch nie an der Universität gesehen? Seid ihr etwa neu? Oh mein Gott, das ist Markus und er spricht mit uns. Wir sind natürlich nicht neu. Hallo Markus.
Du bist so schön mit deinen schönen grünen Haaren, Marcus. Das höre ich öfters. Ich meine, euch macht es sicher nicht aus, dass ich einen Schluck von eurem Getränk nehme. Hey, Marcus, da bist du ja. Ich habe überall nach dir gesucht. Oh mein Gott, Jacob ist auch hier. Oh, hallo, Jacob. Sag mal, Marcus, hast du schon gehört, es gibt eine neue Studentin hier an der Universität? Was? Eine neue Studentin? Na, die müssen wir doch abchecken gehen. Genau, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Lass uns gehen. Oh Mann, Leute, glaubt ihr, ist Jacob und Markus, sind das nette Jungs oder sind die schlimm? Was denkt ihr? Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Wie denkt ihr, wird es weitergehen? Und wenn ihr wissen wollt, wie es dann wirklich weitergeht, dann hoffentlich freut ihr schon auf die nächste Episode. Ich hoffe, euch hat unsere zweite gemeinsame Story gut gefallen. Wir dachten uns nämlich, als Jubiläum, weil wir 2 Millionen auf YouTube haben, machen wir mal wieder eine gemeinsame Story. Sollen wir eigentlich öfters gemeinsame Stories machen? Schreibt es in den Kommentaren. Also Dankeschön für 2 Millionen Subscriber. Ihr seid einfach die besten Toasties. Ja, aber wirklich. Wir können echt froh sein, so coole Fans zu haben, die unsere Sachen immer anschauen und immer so nette Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel diese 3 netten Menschen. Dankeschön an Veronika, UserTN und Azraza. Dass ihr uns immer nette Kommentare schreibt. Und wenn ihr auch mal in dem Video gegrüßt werden wollt, schreibt auch nette Kommentare. Und jetzt noch ein großes Dankeschön an unsere Kanalmitglieder. Ein großes Dankeschön an die liebe Bridget, Kitty, Hayley, Sophie und Christine. Ihr seid einfach die allerbesten. Dankeschön, dass ihr Kanalmitglieder seid und unseren Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann werdet Kanalmitglied oder schreibt einen netten Kommentar. Und wenn unsere gemeinsame Story euch gut gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Komm, sag tschüss. 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 Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.